the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Some ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale at number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the main. You know, had to chase the battery race through car the front there. And he's getting going again. A lot of damage to 75 horsepower. But it's back on its wheels and it can keep going. Hallo, liebe Simracing- und Rennsportfans. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen noch einmal hier vom Red Bull Ring. Noch einmal Porsche Cup, doch diesmal fix Setup. Und diesmal sind zwei meiner Teamkollegen dabei, der Bernhard Grütering und der Thomas Silbernagel. Das letzte Rennen, gerade erst ein paar Minuten vergangen, war mega spannend und mein Teamkollege mega super gut drauf und sehr erfolgreich in diesem Rennen. Und diesmal habe ich ja zwei heiße Eisen im Feuer, deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders auf das Rennen hier heute und hoffe, dass es genauso erfolgreich wird wie vorhin. Top 5 Platz wäre auf jeden Fall wunderschön, aber vor allen Dingen, dass beide heil ins Ziel kommen, wäre cool. Der Bernhard hat ja vorhin in dem Rennen eindrucksvoll seine Nervenstärke bewiesen und ich hoffe, dass auch der Tommy heute so gut durchkommt. Die meisten Zuschauer werden ihn schon kennen und wissen, dass er genauso nervenstark sein kann. Aber im Porsche Cup, da brauchen wir leider oft auch einen kleinen Glücksengel an seiner Seite. Die Autos sind nicht so einfach zu fahren. Wenn jemand Setups sucht, hier ein kleiner Hinweis. Zu den Setups gibt es auch Telemetriedaten und Driver-Coaching und die Setups werden jede Woche erneuert. Da gibt es auch die Jahrespässe für die Major Series und wer bei der Major Series ist, der bekommt Basic Setups gratis. Und diese Basic Setups, die unterscheiden sich von denen bei iRacing. Die sind etwas schneller, aber auch sehr, sehr stabil. Und da kommen wir auch schon zu den Race-Infos für heute. Wunderschönen guten Tag. Leute, 22 Autos. Und 17 Runden, wie vorhin. Standing Start. Keinen Fast Repair. Und wer an die Box fährt, zum Reparieren, der hat schon verloren. Ich würde mal gern zum Wandern hier hinkommen, ne? Das sieht so schön aus hier. Naja, Wandern, das ist nicht unbedingt meine Domäne, aber eine wunderschöne Gegend ist es wirklich. Und damit ihr auch mal eine kleine Vorstellung habt, wo wir hier fahren, habe ich mal einen kleinen Werbespot von der Steiermark hier eingeblendet. Und wie ihr im Einspieler seht, eine wunderschöne Gegend, um einen tollen Urlaub zu verbringen, egal was man auch vorhat, egal ob im Sommer oder im Winter, ob zum Rennen, zum Wandern, zum Erholen, zum Skifahren, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Okay, jetzt erstmal genug Werbung gemacht und dann kommen wir jetzt zum heutigen Rennen. Bernie, der Nicolas Alvarado fährt auch wieder mit. Der vor dir. Avocado. Avocado? Der ist gerade direkt vor dem Bernie gefahren. Der Nicolas Alvarado, der vierte, von dem wir hier sprechen, der ist in dem vorherigen Rennen mitgefahren und vor dem Bernie als Drittplatzierter aufs Treppchen gefahren. Die Qualifikation ist im vollen Gange und beide meiner Jungs sind gerade auf einer schnellen Runde. Oh, die erste Runde vermeiert. Der Tommy hat das Auto verloren auf dem Randstein. Zum Glück nirgendwo eingeschlagen. Zweiten Versuch gibt's ja noch. 1:32.478. Herr Bernie? Ja. Super. Hat er auch ein Porsche-Lenkrad? Meinst du, es liegt am Lenkrad? Fährst du mit einem McLaren-Lenkrad? Ja, ja. Das ist das Problem mit einem McLaren-Lenkrad Porsche fahren. Du müsstest hier für jeden Autotyp ein spezielles Lenkrad daheim haben. Das wird teuer. Ja. Und da ist der Tommy nach seinem kleinen Ausrutscher vorhin auch Richtung Ziellinie unterwegs. 32,733. Okay. 11. Platz. So, wir haben uns, das sind der Werner, der Patrick und ich, eingeloggt in einem Porsche Cup Rennen hier im wunderschönen Österreich. Und der Bernie, der hat eine 1:32.3 gefahren und ich eine 1:32.7. Und ja, wir sehen schon direkt hier 1:31.7
Es ist eine ganze Sekunde schneller der Erstplatzierte. Aida Dai. Wahrscheinlich ist das jemand, der die ganze Zeit nur den Porsche Cup fährt. Im Gegensatz zu euch. Ihr fahrt ja wirklich alles. Vom Schlammrennen bis zur Traktor-Challenge. Ja, Schlamm bin ich schon. Scheiße. Genau. Wer ist eben mitgefahren bei euch noch? Der Nicolas Alvarado. Alvarado, ach, der auf Platz 1. Der schnellste ist, ja. Der ist schnellster jetzt? Ja. Okay, so weit weg fährst du vor uns nicht von dem Bernie. Nein. Aber das ist schon eine Hausnummer, eine N36, also. Ja. Naja, 31,6 hat er nicht, 31,7. Top-Split eben, die sind 1,29er gefahren. Ach du meine Güte. Ja, das ist so. Ich glaube, dieses Auto, wenn man das richtig beherrscht, dann hält es immer so ganz kurz vorm sich wegdrehen. Und dann kannst du richtig schnell sein. Ist sehr schnell über dem Limit. Ja. Aber nur mit so einer Einstellung bist du überhaupt schnell. Also ich sag mal so, mit 2000er i-Rating ist man nicht unbedingt langsam. No, da bewegt man sich in einem sehr, sehr guten Mittelfeld. Na, ich gehe mal davon aus, dass die absoluten Profis so 2 Sekunden schneller fahren hier. Spiegel eingestellt, Spotter läuft. Flasch Bier, nochmal ein Schlückchen nehmen hier. Flasche Bier, du wunderst dich, dass du... Bernie, deine Lackierung glänzt schön. Oh, wir haben ja hier Stehstart. Kann ich ja meine Kupplungs-Action hier nochmal probieren. Der Nicolas Alvarado also auf der Pole, dahinter Terry Bibal und Jonas Rütten. Mein Vordermann fehlt. Der Bernie auf 9 und der Tommy auf der 12. Sehe ich jetzt gerade nicht. Der Grid füllt sich und es dürfte gleich losgehen. Mein Platz bin ich. Du bist auf 2. Meine Jungs sind beide startklar. Okay. Ich bin aufgeregt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Und da ist die Ampel auf grün geschaltet und das ganze Feld losgedonnert. Ja, das nennt man mal einen vermeierten Start. Tommy hat den Start ein bisschen versemmelt. Der Bernhard ist ganz vernünftig weggekommen. Hoffen wir, dass in der ersten Kurve alles gut geht. Ganz vorne Nicolas Alvarado und da hinten sehen wir schon den Erstdreher. Ich glaube, das war Kyle Alley von 7 gestartet und dadurch bis ganz nach hinten durchgereicht. Muss jetzt von hinten das Feld aufrollen. Während hier vorne der Jonas Rütten versucht, an dem Nicolas Alvarado vorbeizugehen. Doch, meine Kupplung stand noch falsch. Nicolas steht allerdings innen, Jonas außen. Oh, berühren sich beide, aber nichts passiert. Jonas fort. Und hier oben im Replay sehen wir nochmal, was im Kyle Alley passiert ist. Niki Lauda-Kurve, ganz leichte Berührung mit Alex Preis. Und so verdreht sich Kyle Alley ein. Na, Tüte will aber auch nicht abhauen. Oder? Schade für ihn. Während hier die Kämpfe toben, der Terry Bibal gegen Ricardo Lopez und dahinter Benjamin Bale guckt sich die Geschichte da an. Vorhin schon in dem Rennen mit dem Bernie mitgefahren und gleich am Anfang in dem Crash verwickelt. Großes Pech gehabt. Hinter ihm Andreas Kajas im hellblauen Porsche. Bernhard in Sichtweite auf 10 und der Tommy auf 13. Und da kommt der Nächste ins Bild gerutscht. Oh, aber nichts passiert. Nur ein kleiner Dreher, ich glaube Paul Gerber. Schauen wir gleich nochmal ein bisschen genauer im Replay hin. Setzt in der Slow-Mo, Eigenverschulden, zu schnell in die Kurve, weggerutscht wie der Tommy vor uns im Qualifying. Zum Glück gibt es hier auf der Alm reichlich Wiese, wie sich das von der Alm gehört. Und er kann nach dem Spaziergang wieder weiterfahren. Und da weiter hinten kommt schon der Nächste durchs Bild geflogen. Während hier vorne der Bernhard auf dem 9. Platz angekommen ist. Vor ihm Adrian Mazzoloni. Und hier schauen wir nochmal im Replay, wer da abgeflogen ist. Cohn Wulems, Position 16. Auch Glück gehabt, konnte sein Auto abfangen, Auto drehen und weiter geht's. Trotz der kleinen Zwischenfälle alles bisher gesittet und der Tommy kämpft hier. Carlo Cervini und hat ihn jetzt auch wahrscheinlich überholt. Platz 11, super. Richtung Remus-Kurve, Tommy innen. Sehr gut, Tommy. Super, bleibt vorn. Weiter so. Nach ein bisschen durchwachsenen Start für den Tommy geht's jetzt in die richtige Richtung. Jeder hat jetzt erst einmal seine Position bezogen. Der Bernie auf 9, vor ihm der Adrian Mazzoleni und der Alex Preis, der vorhin schon mitgefahren ist im Rennen. Schlossgoldkurve und auch der Tommy ist an dem Sascha Ridelli dran. Kein schlechter Beginn für beide. Es war sehr spät auf der Bremse, zu spät. Der Tommy die Kurve vermeiert und schon klafft eine Lücke von 2 Sekunden. Und er gerät sofort unter Druck von dem Carlo Cervini und dahinter lauert schon der Robert Eriksson. Aber auch hinter dem Robert Erik eine ganze Meute, die auf ihre Chance lauert, über den Tommy herzufallen.
Naja, die Kurve, die hat der Tommy besser gekriegt und hat einen kleinen Abstand rausfahren können, aber nur einen minimalen. Jetzt fahren wir mal ein Stück mit dem Carlo Cervini, der den Tommy jagt, die Plätze 11 und 12. Hinter dem Robert Eriksson hier auf Position 14 der James Wyler und hinter ihm der Juanjo Teruel, auf Platz 16 Jay Cooper und auf Platz 17 der Mark Coltay. Aber alles in allem, das ganze Feld noch relativ dicht beisammen. Wir gehen jetzt in die dritte Runde. Nächste Inzident für unseren Tommy, der in der Niki Lauda-Kurve ein bisschen weit ausholt. Aber hier gibt es ja genügend Freiraum für solche Aktionen. Und hinter ihm der Robert Eriksson, der greift den Carlo Cervini an. Und auch der James Wyler und der Juanjo Teruel, die kämpfen hier um die Position. Carlo Cervini innen verteidigt seine Position und ist jetzt wieder vorne. Robert Eriksson muss sich wieder hinten anstellen und auch der Jay Cooper hat es dahinter nicht geschafft, den James Wyler zu überholen. Hier der führende Schlossgoldkurve, oh, ein kleiner Ausritt, da durfte der Nicolas Alvarado direkt jetzt dran sein, der greift auch sofort an, beide nebeneinander Richtung Rauchkurve, der Nicolas innen in einer besseren Position, obwohl beide nebeneinander und oh, kurze Berührung. Oh, jetzt sind die Führenden, haben sich abgeschossen. Der Nicolas kann sein Auto abfangen und der Jonas geht fliegen und fällt bis auf Platz 10 zurück. Dadurch der Bernie auf den 8. vorgerückt. Und hier sehen wir das nochmal im Slow-Mo, im Replay. Der Nicolas kann sein Auto abfangen. Artistische Leistung und der Jonas, der geht leider fliegen. Damit der Nicolas wieder vorne an der Spitze, nachdem er vorhin schon von Pol gestartet war. Hier geht der nächste fliegen. Der Carlo Cervini ein Stück zurückgefallen, schickt den Jay Cooper in die Mauer. Wir gucken uns das gleich hier am Replay nochmal an. Ihr seht hier oben Seite an Seite und eine ganz kleine Berührung. Der Jay Cooper, eine artistische Leistung, kann sein Auto abfangen, schrammt zwar zwei, drei Mal da dran, aber es ist nichts Großes passiert und er kann weiterfahren. Super gemacht. Und hier Paul Gerber, am Anfang noch in der Spitzengruppe mitgekämpft und nach seinem Unfall liegt jetzt auf Platz 17. Uiuiui, macht keinen Scheiß da. Während der Bernie hier versucht, den Ricardo Lopez anzugreifen, der von Adrien Mazzoleni ein bisschen aufgehalten wird. Jetzt greift der Ricardo Lopez an und geht auch an dem Adrien vorbei. Remus-Kurve, ein schönes Überholmanöver, sauber durchgezogen. Da hat aber auch der Adrien mitgespielt. Richtig fetter Pulk hier. Ja. Und der Bernie guckt sich das hier direkt aus der VIP-Loge ersten Ranges an. Mal schauen, ob er da vorbeikommt. Auf jeden Fall hat er das komplette Führungsteam direkt noch vor sich. Super. Jetzt der Angriff gegen den Adrien Mazzoleni. Bernhard besser aus der Schlossgoldkurve gekommen, setzt sich jetzt daneben Richtung Rauchkurve. Ah, der Adrien, der kann noch vorne bleiben. Und da sehen wir es da vorne, der nächste Ausritt. Bernie macht kampflos wieder einen Platz. Gut, gucken wir gleich mal hin. Und auch der Tommy dadurch nach vorne gerückt auf den 9. Platz. Läuft der mega super für meine beiden Jungs. Hier vorne Andreas Kailas, vor ihm Benjamin Bale auf 2 und auf 1 Nicolas Alvarado. Und hier sehen wir das im Replay nochmal. Der Nicolas Alvarado, der war schon wieder da involviert, der kommt ein bisschen weit raus. Und beim Reinziehen räumt er den Terry Bibal ab, der da eigentlich in Führung gegangen ist. Und Terry Bibal geht fliegen. Ziemlich kompromisslose Fahrweise von Nicolas Alvarado, der scheint da keine Gefangenen zu nehmen. Terry kann weiterfahren, aber natürlich ist das Rennen für ihn gelaufen, fällt weit zurück. Hinter den Führenden tobt ein Kampf um den 3. Platz. Andreas Kailas, Alex Preis. Der Bernie mitten und der Ricardo Lopez kämpfen hier nebeneinander, kurze Berührung. Hier tobt eine Schlacht vom Allerfeinsten. Oh, oi, oi. Da hat er mal einer geflippert. Herrlich anzuschauen und auch der Nicolas Alvarado wird jetzt angegriffen von dem Benjamin Bale. Nicolas kann aber vorne bleiben. Ricardo Lopez vorbeigegangen an Alex Preis, der jetzt abgeräumt wird von dem Adrien Mazzoleni. Der Alex Preis, das schauen wir uns gleich im Replay nochmal an und der Alex Preis fällt jetzt ganz weit nach hinten zurück. 19. Platz. Wahnsinn. Benjamin Bale versucht es außen und hier direkt vor dem Bernie geht es auch rund. Mazzoleni und Kailas kämpfen um die Position und der Bernie jetzt schon auf den 6. Platz nach vorne gekommen. Während der Ricardo Lopez jetzt auf die 2. Position gegangen ist, an der Benjamin Bale vorbei. Weiterhin Nicolas Alvarado in Führung und hier Andreas Kailas hinter dem Adrien Mazzoleni. Und der Bernie guckt sich das noch an, direkt hinter dem Bernie. Der Sascha Ridelli und der Tommy auf Platz 8. Bis hierhin mega super. Und hier zeigt sich mal wieder, warum der Porsche Cup so beliebt ist. Überall, was für geiles Racing.
Tommy auch schon 8er mittlerweile. Und hier oben im Replay sehen wir nochmal, was dem Alex Preis passiert ist, der hier direkt nach dem Rennen das Design seines Autos gewechselt hat und deswegen in meinem Replay ein anderes Car-Design hat. Kleine Berührung mit dem Andreas Kailas, kurzer Dreher und das ganze Rennen hinüber. Tommy wird jetzt hier angegriffen von Robert Eriksson, der sich aber nochmal einreiht hinter dem Tommy. Vorne Sascha Ridelli weit gegangen. Bernie direkt in Anschluss, Andreas Kailas versucht da vorbeizugehen, aber außen schwierig. Beide nebeneinander, aber der Andreas Kailas, der kann vorne bleiben. Remus-Kurve und auch hinten der Tommy, der gerät wieder heftig unter Druck, kann sich aber noch einmal zur Wehr setzen. Was für ein spannendes Rennen und meine beiden Teamkollegen mittendrin. Ricardo Lopez schert aus und versucht jetzt den Nicolas Alvarado zu überholen. Beide nebeneinander, aber er gibt nach. Nicolas kann vorne bleiben. Ganz enger Kampf um die Spitze hier und auch der Benjamin Behl noch in Reichweite, sowie die anderen. Auch nicht weit weg. Runde 6 und viele haben noch Chancen auf den Sieg hier. Weiter hinten gerät der Tommy jetzt arg unter Druck. Der Robert Eriksson und der Juanjo Terol ist vorbeigegangen. Der Tommy auf dem 9. Platz. Der Juanjo ist die letzte Runde eine ganze Sekunde schneller gefahren als der Tommy. Bedrohle hier. Während der Bernie vorne Druck macht, gerät der Tommy langsam ein bisschen in die Bredouille. Sein Platz abgeben. Robert Eriksson und Kyle Eddy hinter dem Tommy, die machen jetzt schon richtig Druck. Der Achtplatzierte hat sich tatsächlich durchgemogelt. Ja. Juanjo Teruel, Runde 7 und der Robert Eriksson, der zeigt sich immer wieder. Nein. Oh, Niki Lauda Kurve, artistischer Einsatz. Der Tommy war fast abgeflogen, aber dadurch. Scheiß die Wand an. Jetzt gleich zwei Plätze verloren an den Robert Eriksson und den Kyle Eddy, die durchgegangen sind. 9 Incidents. Der Tommy auf den 11. Platz zurückgefallen, sammelt fleißig Incidents. Hier der James Wheeler, der überholt wird von dem Paul Gerber. Und dann sehen wir hier oben im Replay mal, was dem Thierry Bibral passiert ist, kommt hier ins Rutschen und wird von hinten getroffen und umgedreht, Position 18. Vorhin noch um den Sieg mitgekämpft. Glück gehabt, dass ich das Auto nicht verloren habe gerade. Während hier schon gleich der Nächste einen Ausritt hat, Adrian Mazzolini. Boah, meine Bremse packt nicht mehr. Platz 4 vor Bernie, die ganze Zeit mit ihm gekämpft, rutscht hier aus in der Rauchkurve. Nichts weiter passiert. Bernie wieder 5. Wow. Aber das ganze Feld geht vorbei und er fällt bis hinten auf den 18. Platz zurück. Und wie wir gehört haben, bekommt der Tommy technische Probleme, während der Bernie vorne jetzt mittlerweile in den Top 5 ist. Hier sehen wir mal seinen Verfolger, den Juanjo Terol und den Sascha Ridelli. Robert Eriksson, den kleinen Wackler, und sofort geht Kyle Eddy durch, der von ganz hinten kommt. Top Pace drauf, Kyle Eddy. Hier sehen wir Robert Eriksson. Dahinter auf Platz 10 Mark Koltay und Platz 11 Thomas Silbernagel. Platz 12 Paul Gerber, der sich jetzt gerade den Tommy geschnappt hat, leider, und damit auf 11 vorgegangen ist. Direkt hinter dem Tommy kämpfen James Wheeler und Isa Agade um die Position. Probleme mit meiner Bremse gerade. Während hier beim Tommy dunkle Wolken aufziehen, fährt der Bernie ein Top-Rennen, ruhig wie immer, hoch konzentriert, lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen und hat Anschluss bis ganz nach vorne. Fahren wir hier mal mit, Wahnsinn. Das Rennen vorhin, das hat mich ja schon vom Hocker gehauen, aber was der Bernie hier zeigt, das ist nochmal eine Steigerung. Einfach super, während vor ihm gekämpft wird. Andreas Kailas und Benjamin Bale kämpfen um den letzten verbliebenen Podestplatz, während vorne der Nicolas Alvarado souverän das Rennen anfängt. Oh, es hat gekracht. Hast du keine Berichte? Gerutscht, oder was? Ja, weiß ich nicht. Die Bremse ist durchgefallen und er hat den Konkurrenten abgeräumt. Oh, so sorry, dude. Sorry. Sehen wir hier oben im Replay nochmal Bremspunkt völlig verpasst und den armen Mark Koltay abgeräumt, der vorher schon den Tommy überholt hatte. Und für ihn ist das Rennen jetzt natürlich vorbei. Aber jeder, der den Tommy kennt, der weiß, dass es nicht mit Absicht war und der weiß auch... Voll einen weggescheppert, meine Fresse. Wie es ihm jetzt geht und wie sehr ihm das jetzt leid tut. Ich habe schon sehr, sehr viele Rennen von meinem Teamkollegen begleitet und er ist immer, immer fair und anständig gefahren und er würde sowas niemals mit Absicht machen. Während der Paul Gerber hier den Isaac Garde überholt, hier sind wir wieder ganz vorn. Nicolas Alvarado immer noch in Führung vor Ricardo Lopez, Benjamin Behl und Andreas Kailas auf dem 5. der Bernie. Wir gehen jetzt in die 9. Runde. Bernhard fährt hier ein Hammerrennen, während der Tommy so viel Pech hat. Da sieht man, wie dicht Triumph und Tragödie zusammenliegen. Oha, er schreibt aber schon, what the fuck.
Yeah. No, dude, I had really had problems with my brakes. They were out of calibration. Sorry, man. Really sorry. Oh, der Tommy, der tut mir gerade so leid. Ich habe ihn ja schon bei so vielen Rennen begleitet und weiß, was er zu leisten imstande ist. Und durch technische Defekte sowas zu provozieren, ach, das ist wirklich eine Tragödie. Ich weiß im Moment nicht, wie ich ihn trösten kann. Werden hier die Kämpfe weitergehen? Carlo Cervini und Alex Preis, die beide von vorne kommen, kämpfen hier mit dem Victor Gatto um die Position. Die Positionen 14, 15 und 16 hinterm Tommy. Angriff jetzt vom Alex Preis, der versucht jetzt vorbeizugehen, innen durch, Victor Gatto nach hinten gefallen. Auch schöne Kämpfe hier im hinteren Feld, super. Nicolas Alvarado führt das Rennen immer noch an vor Ricardo Lopez und Benjamin Bale. Platz 4 Andreas Kailas und Platz 5 der Bernie. Das Feld geht jetzt in die 10. Runde. Anfahrt Niki Lauda-Kurve und der Benjamin Bale gibt hier dem Ricardo Lopez einen freundlichen Stupser. Uiuiui, ui, ui. Das wäre beinahe noch schief gegangen. Der Bernie jetzt neben dem Andreas Kailas, während vorne auch gerade gekämpft wird. Und da geht der Bernie durch auf Platz 4. Wow, Wahnsinn. Während vor ihm direkt der Benjamin Bale und der Ricardo Lopez um die Position kämpfen. Und auch der Ricardo Lopez jetzt heftig unter Druck von Benjamin Bale und verliert jetzt auch seinen Platz hier, Remus-Kurve. Und durch die Duelle hier ist vorne der Nicolas Alvarado schon 2 Sekunden weg. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Nee. Während die beiden Geschlafenen sich noch nicht geschlafen geben, hier gibt es wieder Kämpfe zwischen Ricardo Lopez und Benjamin Bale und auch Bernie, sein Gegner, versucht. Ah, das war ein Idiot, er hatte mich nicht gehört. Wieder vorbeizugehen außen, aber Bernie in einer besseren Position. Und auch der Ricardo Lopez musste nachgeben. Kyle Elly dahinter, eine 1:31.796, schleicht sich langsam ran auf Platz 6, was eine Wahnsinnszeit. Hier Andreas Kailas auf Platz 5 zurückgefallen. Hier fahren wir mal ein Stück mit dem Andreas Kailas, Platz 5, direkt vor ihm unser Bernhard. Der Tommy inzwischen auf Platz 11, hinter dem Paul Gerber zurückgefallen, direkt hinter ihm der Isaac Gade, der hängt ihm auch noch am Popo. Wollen wir hoffen, dass sich die technischen Probleme näher ausweiten. Und hier vorne auf Platz 4, der Bernhard muss sich wieder dem Andreas Kailas erwehren, der jetzt versucht an ihm vorbeizugehen und sich die Position zurückzuholen. Richtung Remus-Kurve geht jetzt auch durch, damit der Bernie wieder auf dem 5. Platz werden. Oh, während der Ricardo Lopez und der Benjamin Bale in der Rauchkurve hier richtig aneinander geraten und sich jetzt gegenseitig aus dem Rennen nehmen. Und der Ricardo Lopez, der kriegt jetzt auch noch eine mit von dem Robert Eriksen, sodass das Rennen für ihn wahrscheinlich jetzt komplett vorbei ist. Die Kiste Qualm. Ich hab den vorbeigelassen. Ich hab 15 von 17 Incidents. Kyle Elly geht direkt vorbei an Bernie auf den 3. Platz, dass der Bernie auf den 4. wieder zurückfällt. Und hier oben im Replay schauen wir uns jetzt nochmal den Unfall an hier. Remus-Kurve. Ricardo Lopez innen vorbei an Benjamin Bale. Der gibt den kleinen Schubser. Der Benjamin geht wieder vorbei und der Lopez kracht hinten drauf. Und dann kollidieren sie beide. Der Ricardo Lopez dreht sich und kriegt eine mit und fliegt gegen die Leitplanke. Das dürfte es gewesen sein. Der Ricardo jetzt direkt vor dem Tommy wieder auf die Strecke gekommen, aber der wird wohl an die Box fahren zur Reparatur und der Tommy geht jetzt hier schon vorbei. Und damit der Tommy trotz seines Missgeschicks auf Platz 12 der wieder angekommen. Der Lopez? Das ist mal noch Schadensbegrenzung. Der war vorne im Kampf um die 3. Position, haben sie sich abgeräumt. Donny ist vorbeigegangen. Ich meine, ist er kaputt so richtig, meine ich. Ja, ihr habt gesehen, was dem Ricardo Lopez passiert ist und da ist er auch abgebogen Richtung Box. Bernhard weiter hoch, konzentriert auf Platz 4 vorne. Ein tolles Rennen, Top 5, perfekt nach vorne, Anschluss bis auf Platz 2 und hinter ihm nur der Juanjo Terol. Der ist 0,8 Sekunden dahinter und dann eine 4 Sekunden Lücke. Donny, hinter dir hast du nur den Juanjo Terol. Dann klappt eine Lücke von 4 Sekunden. Das ist der Sascha Ridelli und der Benjamin Bale, die dahinter fahren. Bernie ist Vierter? Ja. Voll gut. Ein traumhaftes, fehlerfreies Rennen mal wieder von Bernie. Und er zeigt sich, dass er stahlharte Nerven hat. Unser Fels in der Brandung. Aber der Jano Trulli da hinter mir, der macht auch gut Druck. Der holt ein bisschen auf. Ja. Aber danach hast du erstmal ein bisschen Platz. Also der Trulli muss auch erstmal vorbeikommen. Wir meinen natürlich den Juanjo Terol. Teruel. Juanjo Terol. Meine Fresse. Oh, da hat der Tommy den nächsten Ausritt. Schlossgoldkurve auf Platz 11 liegend. Irgendwas ist mit der Bremse hier scheiße. Und hier versucht der Victor Gatto gerade an den Adrian Mazzolini vorbeizugehen. Innen, beide nebeneinander. Schauen wir mal, ob es gut geht heute. Sieht so aus.
Victor Gatto kann vorbeigehen. Nee, Mazzolini immer noch daneben. Ein tolles Duell hier. Seite an Seite, raus aus der Wirtkurve. Und da kann der Mazzolini sich behaupten und bleibt vorn. Aber ein super Duell. Herrlich anzuschauen. Victor Gatto ist letzte Runde eine 1:32.826 gefahren. Und das auf den Plätzen 13 und 14. Während der Bernhard sich aus der VIP-Loge immer wieder anschauen darf, wie der Kyle Elli hier einen Platz nach anderen gut macht. Der versucht jetzt an dem Andreas Kailas vorbeizugehen. Der hat so eine Pace drauf, dass er früher oder später auch vorbeigehen wird. Letzte Runde eine 1:31.97. Das sagt alles. Ja, direkt vor dir, Bernie, wird auch interessant gerade. Er versucht außen an dem Andreas Kailas vorbeizugehen und er schafft das sogar. Ein super geiles Duell hier, wahnsinnig toll. Und der Bernie versucht da auch gleich noch mitzugehen. Runde 13 von 17 und der Nicolas Alvarado, der scheint hier auch ein bisschen zu straucheln, der kommt schon ins Bild. Bernie schaut sich den Fight um die Topplätze hier aus der VIP-Loge an. Wow. Das ist immer noch nicht ausgestanden. Jetzt Andreas Kailas wieder vorn, aber Kyle Elli gibt nicht auf. Der hat auch eine viel höhere Pace. Ich schätze mal, der wird jetzt vorbeigehen. Da gibt der Andreas, nee, jetzt gibt er nach. Bernhard ganz dicht dran am Podium und mal gucken, vielleicht schafft er es ja auch noch dran vorbeizugehen. Mega spannend. Kyle Elli jetzt auf dem zweiten Platz, dahinter der Andreas Kailas und ganz vorne immer noch. Die zwei Schwachköpfen da, er hatte jetzt hinten voll aufgeschlossen. Nicolas Alvarado, der vierte. Durch die Kämpfe vorne, Juanjo Terol jetzt wieder direkt dran am Bernie und der macht sich Sorgen, obwohl er sich eigentlich gar keine machen müsste. Hat so einen hohen Grundspeed. Für mich jedoch eindeutig der Fahrer des Rennens bisher, Kyle Elli. In der ersten Kurve sich gedreht, danach ganz hinten letzter und liegt jetzt auf dem zweiten Platz und hat so einen Zug drauf, der wird jetzt über kurz oder lang den Nicolas Alvarado einholen, schätze ich mal. Ricardo Lopez steht in der Box, Rennen kaputt, Auto zerstört. Während man förmlich sehen kann, wie der Kyle Elli immer näher an den Nicolas Alvarado kommt. Bernhard immer noch mittendrin im Geschehen und auch der Tommy, der liegt gar nicht so schlecht, obwohl er so einen Unfall hat. Victor Gatto jetzt wieder hinter dem Tommy zurückgefallen, deswegen liegt der Tommy auf dem 11. Platz. Vor ihm Isaac Gade. Tommys Technik scheint wieder halbwegs zu funktionieren, obwohl er auch nur eine 1:33er Zeit gefahren ist. Aber er kann ja trotz des Unfalls gut mithalten und vielleicht ist er sogar noch ein Top-10-Platz drin. Das wäre mehr als Schadensbegrenzung. Auf jeden Fall ist er jetzt mit dem Platz 11 schon in den Pluspunkten. Nicolas Alvarado, der spürt schon den heißen Atem von Kyle Elli. Ihr seht hier die schöne Kampfgruppe immer noch zusammen. Der Kyle zieht die anderen nach vorne mit, sodass sich jetzt vorne um die Top 5 eine 5er-Gruppe gebildet hat. Einfach Sahne. Die Top 5 kämpfen hier zwei Runden vor Schluss um den Sieg. Das gibt's selten in irgendeiner anderen Rennserie. Und der Bernie mittendrin, da schlägt mein Herz höher. Das ist hier ein 2000er Feld im Porsche Cup. Einfach nur absolute Klasse. Während wir hier mal wieder einen kleinen Zwischenfall haben, der Victor Hugo Gatto, zu viele Inzidenz, muss eine Strafe an der Box absitzen. Lag auf Platz 12, schade. Das entlastet jetzt den Tommy etwas und der Kyle Elli, der ist direkt gleich dran an dem Nicolas Alvarado. Während der Andreas Kailas immer mehr unter Druck gerät von dem Bernhard. Aber im bisherigen Rennverlauf hat sich der Andreas auch noch keine Blöße gegeben. Schauen wir mal, hier Benjamin Bale vor uns um den Sieg gekämpft, liegt jetzt wieder auf dem 6. Platz. Hinter ihm der Sascha Ridelli. Der Sascha hat bisher auch ein relativ sauberes Rennen gefahren, sodass es ihn auf den 7. Platz gespült hat. Und hier Paul Gerber mit der Stoppnummer 22, also als Schwester angetreten. Super. Auf Platz 9 haben wir den James Wyler. Hier sehen wir den Isaac Gade, dahinter der Tommy. Plätze 10 und 11. Und dahinter der Adrian Mazzolini, Platz 12. Fahren wir ein Stück mit dem Tommy. Er scheint den Schaden in Grenzen halten zu können. Und ich denke mal, es wäre eine ganze Menge mehr drin gewesen, hätte der Tommy keine technischen Probleme gehabt. 1:31.9. Bernhard fährt 31er Zeit, ein absoluter Wahnsinn, so kurz vor Schluss, während jetzt der Kyle Elli direkt dran ist, am Nicolas Alvarado. Und ich denke mal, jetzt geht ein heißer Tanz los. Nur der Kyle Elli schneller gefahren. Zwei Runden vor Schluss, ein Fest für jeden Rennsportfan und Simracer. Ich schätze mal, Kyle Elli wird jetzt angreifen Richtung Schlossgoldkurve. Positioniert sich innen. Nicolas zieht innen rein, sagt führender abgeräumt und Kyle Elli fährt ihm auf die Ecke, diesmal umgedreht und Nicolas Alvarado geht fliegen. Des einen Leid, des anderen Freud, dadurch der Bernie aufs Podium gerutscht. Der Wahnsinn kennt keine Grenzen heute. Noch nicht. Und Nicolas Alvarado konnte einen Top 5 Platz gerade noch so halten. Mal schauen, wir gehen gleich in die letzte Runde. Boah, meine Bremse! Und da scheint der Tommy wieder in Probleme zu geraten. Ein Ausflug durchs Kiesbett, Schlossgoldkurve und verliert seinen 11. Platz an den Adrian Mazzolini. Liegt jetzt nur noch
während wir uns das Geschehen rund um Kyle Eddy und Nicolas Alvarado noch einmal genauer angucken. Nicolas zieht rein, war noch ziemlich weit hinten, der Kyle Eddy. Aber was will er machen? Schade, dass der Kampf um die Spitze so entschieden worden ist. Aber Glück halt für den Bernhard, der jetzt mit der ganzen Führungsklicke in die letzte Runde geht. Und hier haben wir im Replay noch einen Ausrutscher von Jay Cooper. Ausgang Rauchkurve, Auto verloren, nichts weiter passiert, liegt eh auf dem 19. Platz, schon Rundenrückstand. Bernhard konnte sich jetzt ein bisschen freifahren von dem Ruanio Terol, während der Kyle Eddy schon fast eine Sekunde Abstand hat. Der wird das Rennen auch gewinnen, wenn da nichts mehr dazwischen kommt. Der Ruanio lässt langsam ein bisschen abreißen. Letzte Runde, oder? Ja. Letzte Runde in einem an Spannung und Dramatik kaum zu überbietenden Rennen. Der Bernie kommt nochmal ran, aber Andreas Kailas kann die Position... Ja, aber teils ein bisschen abreißen, also ist konstant im Moment, ne? ...locker verteidigen. Ja. Insgesamt 1,4 Sekunden Abstand zum Sieger nach 17 Runden. Da ziehe ich meinen Hut vor dieser Leistung, während der Nicolas Alvarado sich jetzt erwehren muss gegen den Benjamin Bale. Versucht eisern, seinen Top-5-Platz zu verteidigen. Während hier das Führungstrio auf den letzten paar Metern ist, Kyle Eddy weiterhin in Front vor Andreas Kailas, Bernhard Grütering. Kyle Eddy praktisch vom letzten Platz aus das Rennen gewonnen. Einfach irre, was der hier gezeigt hat. Da kann man sich gar nicht genug verbeugen vor so einer Leistung. Natürlich ist der letzte Überholmanöver ein bisschen unglücklich verlaufen, aber ein würdigerer Sieger als Kyle Eddy kann ich mir hier nicht vorstellen. Auf Platz 2 der Andreas Kailas, auch ein Top-Rennen gezeigt hier, allen Wirrungen standgehalten. Und ganz dicht dran, der Bernhard Grütering, Kyle Eddy gewonnen. Und da sind sie im Ziel. Ein Winner ist Kyle Eddy. Und Bernie Dritter, Podium. Wow, Glückwunsch. Danke, danke. Perfekt. Ein Traumergebnis auf Platz 4, Ruanio Terol. Und Nicolas Alvarado konnte sein... Hammer. Seinen fünften Platz verteidigen vor dem Benjamin Bale, der Tommy als 12. Schadensbegrenzung. Und direkt vor ihm im Ziel der Mark Koltai, den der Tommy abgeräumt hat, 21. Die restlichen Platzierungen sind oben auf der Ergebnistafel eingeblendet. Der Tommy als 12. im Ziel. Boah, ey. Wen habe ich denn da abgeräumt? Mark Koltai. Aber das war ein geiles Rennen, Bernie. Ja, Der Tom ein paar technische Probleme. Weil am Anfang lief es auch richtig super für Tommy. Der war vor 10er hier. Ja, ich hab das gesehen, relativ. Aber der Kampf um die Spitze, also hier der Porsche-Kampf, das ist ja Wahnsinn, wie die kämpfen. Eben gerade schon in dem Rennen vorher ging es die ganze Zeit hin und her und jetzt auch hat die Führung x-mal gewechselt. Aber ein kleiner Berührer und du fliegst, hast du gesehen. Ah, es geht. Also ein ganz klein bisschen kann man schon. Kommt doch immer drauf an, wie du getroffen bist. Aber das war ein tolles Rennen, also. Womit wir heute auch schon wieder am Ende wären, muss man sagen, war richtig geil. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und schaltet das nächste Mal wieder ein. Aber der Tommy konnte ja auch noch den Schaden in Grenzen halten mit Platz 12. Wie viele Incidents hast du jetzt gehabt am Ende? 15 oder 16, das war echt ordentlich gemacht. Und da bleibt mir nur noch, mich von euch zu verabschieden und euch alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Tada! Tada! That's the original stuff.